So, wir haben jetzt alles zusammengepackt. Wir wollen einmal Wasser auffüllen, dann müssen wir einkaufen und wir wollen vielleicht noch mal in ein Einkaufszentrum, um ein bisschen bummeln zu gehen. Wir stehen hier nämlich schon 3 Tage und das Wasser geht langsam zur Neige und unsere Einkäufe auch. Deswegen geht's jetzt los. Sunshine. I think I found it now. I've been looking for. Isn't it beautiful? So, wir waren jetzt bei der Tankstelle, haben aufgetankt, haben ganz nett gefragt, ob wir auch das Wasser auffüllen dürfen. Durften wir natürlich. Und jetzt geht's weiter zum Einkaufen. It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Der Einkauf ist getätigt. Wir haben natürlich auch wieder einen richtig fetten Einkauf, muss man dazu sagen, mit Hundefutter und Trinken und allem drum und dran. Also ein normaler, großer Einkauf für ein paar Tage. Wir müssen mal dazu sagen, dass das so vergleichbar mit Deutschland doch relativ teuer ist hier einfach. Also ich habe mich auch schon mal so ein bisschen informiert, so was die Kroaten so an Geld verdienen und wie das hier geldtechnisch überhaupt aussieht und so. Und ich finde es ganz interessant, weil es ist ein relativ armes Land und trotzdem ist es so teuer hier. Ich weiß nicht, ob die irgendwie so spezielle Märkte haben, wo die immer hingehen zum Einkaufen oder so, weil wir können uns das nicht vorstellen. Aber ja, wir gehen immer zu Lidl, weil wir das einfach kennen und weil es bekannt ist. Wir waren aber mittlerweile auch schon bei ein, zwei anderen Supermärkten und da ist es wirklich vergleichbar. Da kosten die Produkte dann vielleicht ein bisschen unterschiedlich viel, aber im Endeffekt ist der Einkauf trotzdem ähnlich teuer. Naja, das dazu mal. Dicker Einkauf. Wir haben für die nächsten Tage vorgesorgt. Jetzt haben wir da hinten entdeckt, ist noch eine Waschanlage. Da passen wir mit Fridolin auch rein, also Handwäsche natürlich. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal machen. Nino ist gerade am Strand spazieren und hat die Kamera mit, deswegen nehme ich jetzt einfach mal was mit auf dem Handy auf. Ich mache mich jetzt nämlich an das Abendbrot. Ich habe ein Steak gekauft für Nino. Ich habe für mich vegane Würstchen gekauft. Da steht spicy drauf. Ich mag eigentlich nicht scharf, aber mal gucken. Ich wollte es trotzdem mal ausprobieren und kann ja dann mal Feedback geben, wie ich sie fand. Also starten wir jetzt mal mit dem Zubereiten. Sunshine. Also ich habe die Wurst jetzt probiert. Sie ist ein wenig scharf, aber sehr gut essbar. Also ich mag sie, kann ich empfehlen. So ungewöhnlich wie das Ganze für uns auch ist, sind wir immer noch an dem Stellplatz. Ich glaube, jetzt müsste es schon Tag 4 oder vielleicht sogar 5 sein, den wir hier stehen. Warum ist das so? Wir warten gerade auf ein Päckchen aus Deutschland. Und bevor wir über die Grenze fahren nach Montenegro, und ja, genau, in die Richtung geht's weiter, warten wir hier auf das Päckchen. Ist eine Sendungsverfolgung hinterlegt. Und wenn das angekommen ist, dann geht's weiter. Bis dahin wollen wir uns hier aber nicht langweilen, denn jetzt der 5. Tag ist für uns schon so ein bisschen Grenze. Deswegen gehen wir jetzt einen kleinen U-Boot-Bunker, einen alten, besichtigen und da nehmen wir euch natürlich mit. So pardon this lack of composure. Exactly what my life ordered. A lover and a friend. Riding on the same page. Walking at the same pace. Wondering how my life got here, but you're here now. Yeah. Pedal down the same street, wave at people we see. Yeah. Talking out loud of last week's ups and this week's doubts. Mm. Love was inconceivable. Nachdem wir uns jetzt den Bunker angeguckt haben, haben wir nochmal nach weiteren Attraktionen Ausschau gehalten, haben hier in der Umgebung aber leider nichts gefunden. Ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger und jetzt steuern wir erstmal die nächste Pizzeria an. Hallo. Pizza-Service. Geil. Jung, könnt ihr mir einmal die Pizza zeigen? Klar.
klar, kein Problem. Tada! Sie sieht schon saftig aus. Ja, sehr. Der Sendungsstatus hat sich gerade angepasst und zwar ist das Paket unterwegs nach Kroatien. Das bedeutet für uns, dass wir den wunderschönen Platz hier verlassen werden. Wir waren jetzt 7 Tage, glaube ich, sogar hier. Richtig cool, richtig entspannt. Wie ihr gesehen habt, haben wir die letzten Tage schon was unternommen, damit uns nicht langweilig wird. Und ja, wie gesagt, jetzt geht's weiter. Wir haben nämlich noch 1-2 Stationen zwischendurch bis zu dem Campingplatz, wo wir uns das Paket hinschicken lassen. Und dann nehmen wir euch jetzt mit. Wir sind ja gestern weitergefahren und wir sind zu einem Campingplatz gefahren, wo wir 2018 schon mal waren. Leider war dieser Campingplatz nur bis zum 30.09. geöffnet. Deswegen haben wir hier auf dem Parkplatz davor geschlafen. Und diese Bucht ist so wunderschön, denn hier ist einfach Sandstrand. Das gibt es gefühlt in ganz Kroatien nicht. Und hier ist es einfach so. Und das werden wir euch gleich nochmal zeigen, wenn wir wieder hier die Bucht rauffahren. Jetzt fahren wir erstmal weiter zu einem Campingplatz. Da muss ich erstmal Wäsche waschen von 3 Wochen. Und zu diesem Campingplatz wird dann auch unser Paket aus Deutschland kommen. See all the pieces in the puzzles and the meant to be's. Yeah, yeah. Kinda figured it out, like the sun got its place with the rain and the clouds. If I could go back, tell myself alright, she was the wrong thing. You're gonna be fine. Yeah, it was all just living. And now I don't wanna waste no time. So pardon this lack of composure. Exactly what my life ordered. A lover and a friend. Can we just skip goodbye? No need to text, wanna roll over. Cause you're already here closer. My lover and a friend. Let the credits roll the end. Der vorhin war höher. Ja. Die kann auch so lange weh. Ach so. My lover and a friend. Let the credits roll the end. Endlich konnten wir ein bisschen weiterfahren. Das Paket hat uns endlich erreicht. Es hat insgesamt 7 Tage gedauert, also genau 1 Woche haben wir auf das Päckchen gewartet. Für diejenigen, die sich fragen, wie wir das immer so angehen, wir lassen die Pakete oder die Sachen, die wir bestellen, zu unseren Eltern liefern und die schicken uns das dann an irgendeinen Campingplatz. Den Campingplatz schreiben wir vorher an oder rufen davor an und dann können die uns bestätigen, ob sie das machen oder eben nicht machen. In dem Fall hat das alles wunderbar geklappt, das Paket ist da. Was in dem Paket drin war und was damit zu sagen hatte, da schaut ihr einfach in einen der letzten Videos. Ich verlinke euch das einfach mal hier oben im Eck und da könnt ihr gerne mal reinschauen. War eine ganz spannende Sache, aber gehört vielleicht hier nicht in so einen Vlog, sondern deswegen habe ich ein extra Video gemacht. Jetzt sind wir in Dubrovnik angekommen. Wir waren ja nur ungefähr 20 Minuten von hier entfernt auf dem Campingplatz, sind jetzt auf so einem riesen Parkplatz. Da kann man für 20 Euro 24 Stunden lang stehen. Und wir wandern jetzt ein bisschen nach Dubrovnik rein, schauen uns da ein bisschen was an und dann soll es morgen weitergehen. Follow, yeah, you probably ain't me. Bitch, you all been
Nachdem wir nun gestern Dubrovnik besichtigt haben und wieder feststellen mussten, dass es natürlich unfassbar voller Menschen ist, ist ja auch irgendwie klar, es ist ein relativ touristischer Ort oder ein sehr touristischer Ort. Viele Szenen von Game of Thrones wurden da gedreht und so, da ist es natürlich klar, dass da viele Menschen sind. Wir waren jetzt mitten in der Woche da, relativ früh würde ich mal sagen, also gegen Vormittag, Mittag irgendwie. Und ja, jetzt haben wir eine Nacht in Dubrovnik verbracht, weil wir da mit dem Wohnmobil auf dem Stellplatz standen, auf so einem Betonstellplatz. Hat uns jetzt 20 Euro die Nacht gekostet oder 20 Euro für 24 Stunden. Das war auch okay für die Stadt jedenfalls zu besichtigen und sowas war das ein perfekter Platz. Und ja, jetzt geht es tatsächlich sogar schon ins nächste Land. Wir sind jetzt hier nochmal einmal bei Lidl gewesen, sind einkaufen gewesen, haben uns die nächsten Vorräte voll gemacht. Und ja, jetzt geht's Richtung Montenegro. Julie hat schon irgendwie einen Spot rausgesucht. Das soll so ein Kloster sein, ist wohl relativ in den Bergen. Das heißt, Fridolin wird mal richtig rangenommen. Mal sehen, ob wir da wirklich hinkommen oder ob wir vielleicht vorher abbrechen. Ja, und euch nehmen wir natürlich wie gewohnt mit. Und das Fazit zu Kroatien wird es auf jeden Fall dann auf dem ruhigen Stellplatz geben. Und dann erzählen wir euch nochmal, wie wir denn den Vergleich ziehen zwischen 2016, 2017, 2018 und jetzt 2023 in Kroatien mit einem Wohnmobil bzw. mit einem Van.